Ich gehe jetzt, sagst du, mal einen Schritt zurück. So, und das ist der Keller. Da sieht man schon, dass die ganze Wand ziemlich nass ist. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal oben gucken, was da sein kann, wo die Leitung lang geht. Mhm. Okay, gut, danke, ciao. So, schönen guten Morgen zusammen. Heute nehme ich euch mit zu einem Wasserschaden, Mehrfamilienhaus, unten im Keller kommt das Wasser raus und was wir da machen, wie wir das lösen, seht ihr jetzt in diesem Film. Eine gute Unterhaltung und jetzt geht's los. So, jetzt haben wir hier das Bett weggerutscht. Man sieht hier unten, dass die 5/4 Zoll Siederohrleitung, dass es da schon runtertropft. Wir vermuten, dass hier ist eine Fensterbank, dann komplett alles abgekoffert, dass da eventuell der Heizkörper sich dahinter verbirgt oder dass er abgebaut worden ist und ja, dass wahrscheinlich die Rohrleitung da in dem Bereich durchkorrodiert ist. So, nach der Erfahrung oder nach dem Gespräch mit der Hausverwaltung wissen wir, dass darüber nichts mehr sein kann. Und vermutlich steht hier irgendwie das Luftpolster drin und dadurch ist dann der Schaden entstanden. Jetzt haben wir die Öffnung gemacht und wir sehen das hier. So, der Heizkörper ist abgeblendet und genauso, das ist unten, das ist jetzt nach oben hin zu fotografiert. Man muss die Kamera so halten. So. Das ist der obere Bereich. Man sieht aber in dem Schacht keine Feuchtigkeit austreten. Vermutlich die Wand, die hört sich hier hohl an. Andrew, kannst du mal draufklopfen? Ja, genau. Und das ist bis zu der Oberkante von der Fensterbank und ab da ist wieder Vollmaterial. Das bedeutet, wir werden die Rohrleitungen, die jetzt unten sind, trennen, werden dann Übergänge uns draufbauen und dann Entleerungsmöglichkeiten, weil wir wollen das nicht einfach abstopfen. Das hat dann zwei Hintergründe. Erstens kannst du das System an dem Punkt besser entleeren und zweitens können wir da immer wieder dann die Luft rauslassen und spülen. So ist es immer besser, wie die Nische zugemacht und nicht abgestopft. Also die Rohrleitung endet jetzt oben an einem Heizkörper. Das heißt, wir werden die Rohrleitung hier unten im Keller trennen, werden dann Übergänge drauf machen, damit wir da entleeren und spülen können. Oben an den Heizkörpern, wenn die Versorgungsleitung nicht nach oben hin geht, die an dem Punkt endet, nur mit Kappen versehen ist, weil da immer die Luft drin stehen bleibt und das gibt irgendwann mal dann führt zu einer Korrosion. Luft und Wasser ist immer eine schlechte Kombination, ja, und wenn das dann im Rohr drin ist und das eine ganze Zeit lang drin bleibt, dann fängt es an zu korrodieren und irgendwann mal ist das Zeug durch. Also bei solchen Sachen immer Entlüfter mit einbauen, damit man dann entlüften kann. Wenn jetzt, wie in dem Fall, das alles komplett zugeplankt ist, dann ist natürlich, ja, dann passieren solche Sachen, wie sie passieren. Aber jetzt werden wir hier drin da einen Übergang schaffen, damit wir entleeren können. Das ist jetzt die Gasuhr für den Technikraum und hier wabert schon die warme Luft unwahrscheinlich rum. Ich war vorhin in dem Technikraum. Also, Technikraum. Das erste, der Sicherungskasten. Das ist. Aber wir haben vorhin mal die Sicherung ausgemacht für den Brenner. Da ist mir das Ding schon fast entgegengeflogen. Jetzt fliegt es mir entgegen. Eigentlich kann das so. Ist ein No-Go irgendwie. Wir haben hier eine unglaubliche Wärme drin, um die 40 Grad zeigt vorne der Thermometer. Hier, 40 Grad Raumtemperatur. Andrew, er kommt rein und er schwitzt schon wie verrückt. Die Klimazone hier. Also warum ist es hier, Andrew, warum ist es hier so unsagbar warm? Ha? Kannst du mal dem Zuschauer irgendwie... Ich würde sagen, allein schon die Niedertemperaturkesselanlagen, die Isolierung ist nicht mehr up to date. Klar, der Kessel läuft immer auf 80 Grad, die Abstrahlungswärme ist so hoch, fehlen die Isolierungsstücke an manchen Rohren. Die Pumpen, die nicht verkleidet sind. Die Pumpen, die nicht verkleidet sind. Also, das ist ein...
Es spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, ja, welcher Kesseltyp, welche Art und so weiter das ist. Aber hier fahren wir mit 80 Grad Vorlauftemperatur, damit wir dann, so glaube ich, sehen wir das ein bisschen, ja genau. Also wir fahren hier mit 80 Grad Vorlauftemperatur, damit wir den Trinkwasserspeicher erwärmen können. Das sind liegende Trinkwasserspeicher, die sind immer von der, was ist der Unterschied hier bei den, Andrew, was ist der Unterschied zwischen den liegenden Speichern und den stehenden Speichern? Die Effizienz und wie ist das von den Ablagerungen? Ne? Weiß ich nicht, ob da Unterschiede bei den Ablagerungen sind, aber durch die Schichtung im Stehenden sind sie effizienter als der liegende. Ja, und die Erfahrung hat gezeigt, jedes Mal, wenn du einen liegenden Speicher rausgenommen hast, dass er gefühlt doppelt so schwer ist wie ein stehender, oder? Weil dann die ganze Schlacke, die sich komplett über die gesamte Länge natürlich verteilt. Ja, genau. Höher ist das kein Problem. Ja, das stimmt sich. Ja, weil ich habe die Erfahrung gemacht, jedes Mal, wenn ich einen liegenden Speicher rausgenommen habe, das war ein Oh, das läuft! Boah. Okay, also nur alleine, wir gehen sofort raus hier. Alleine nur in dem Sichtbereich haben wir 1, 2, 3, 4 Pumpen. Die obere Pumpe, die ist wahrscheinlich sogar älter wie ich. Also so kommt sie mir zumindest. Ich habe mit Sicherheit. Ist wahrscheinlich sogar mein Jahrgang. Wir haben, die strahlen eine unglaubliche Wärme ab. Ja. Hier ist das Abgassystem. Ein Teil ist eingepackt, aber guckt euch das an. Von der Größenordnung von dem Abgassystem, meine Handfläche von Spitze zu Spitze, ca. 20 cm im Durchmesser, haben wir 200er Rohr. Das strahlt halt alles komplett die Energie hier ab. Ja. Und das sind, also ich sag mal, wenn die Anlage jetzt rauskommen würde und man macht ein effizienteres, neueres Gerät rein, was sparst du dann? Zwischen 10% und 20% kannst du an Energie einsparen, alleine ja, durch die Brennwerttechnik. Und dann ist es auch so, dass man durch die Regelungstechnik, durch die Pumpen und so weiter, man hat ein wahnsinnig großes Einsparpotenzial. Und vor allem sollte man das, wie ich das so oft wirklich unfassbar in jedem Film oder wirklich in jedem Film mit anspreche, das Dämmen, das Einpacken von solchen Elementen, das ist unglaublich wichtig. Ja. So, wie auch immer, jetzt wollen wir... Wir müssen schauen, das Haus versorgt dieses Haus und es versorgt noch ein Hinterhaus. Wir haben jetzt für das Hinterhaus die Absperrung mal zugemacht. Und jetzt müssen wir noch im Vorlaufbereich die Absperrung zumachen, damit wir nur das Vorderhaus entleeren können, nicht das Hinterhaus. Und dann bereiten wir vor, dass wir im hinteren Bereich in dem Keller die Rohrleitung trennen. Vorher so weit wie möglich das Wasser rauslassen und dann die Übergänge schaffen, dann wieder füllen und das Ganze entlüften. So, das ist der Werdegang. Und jetzt gehen wir erstmal hier raus aus dem Keller, weil mir ist es einfach zu warm. Ich schwitze schon nur beim Schwatzen. Wir machen jetzt erstmal einen Testversuch und schauen mal, im Heizraum gibt es keinen Bodenablauf. Das Ausgussbecken ist nur mit einem Bleiablauf versehen und da gibt es keine Ablaufmöglichkeit. Jetzt wollen wir den Bodenablauf testen, ob der funktioniert. Mein Werkzeug, das Ladegerät, Akkus werden geladen, Licht drüber gezogen. So, jetzt sehe ich auch, was man hier machen möchte. So, der Andrew bereitet jetzt die Übergänge vor, die wir da einbauen wollen. Ich habe den Staubsauger, die Flex und die Tigersäge alles am Start, habe unten drunter eine Wanne hingestellt, damit ich, wenn ich da schneide, damit der ganze Schmutz da reinfällt. Ich habe bewusst die ganzen Sachen, die Handtücher und so weiter, die von den Leuten hier hingelegt wurden, zur Seite gestellt, damit die nicht dreckig werden. Jetzt ist der folgende Ablauf. Ich stopfe die Glaswolle, die dort die alte rausguckt, noch ein bisschen weiter weg, werde das Rohr reinigen, dann mache ich einen Schnitt, da kommen dann die Übergänge rein, wird abgestopft und dann können wir die Anlage füllen. Ich schneide jetzt extra mit der Flex einmal vor oder mit dem Winkelschneider schneide ich einmal vor, damit ich einen sauberen Anschnitt habe und dann wird das hier mit der Rest mit der Tigersäge geschnitten. Ich brauche noch die Schutzbrille.
Noch ein bisschen nach unten? Ja, genau so. Wollen wir den auch nochmal rausnehmen, dass man das überziehen kann? Wir setzen die Pressfittinger beim Megapress extra in die Schlinge ein, weil dann siehst du nämlich genau die Einstecktiefe und das ist viel besser, wie wenn du sie so rum machst. So, einen Moment. Moment. Oh, ich will nur gerade halten, deswegen. Ja. Okay. Okay. Sehr gut. Das war's dann schon. Das war's. Was hab ich mich früher abgequält mit den Gebos? Das ist ja echt Hammer, oder? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Draufsetzen, vorbereiten, ansetzen, reinpressen, fertig. Und das nicht unter Druck, aber unter laufendem Wasser. Ja. Und es ist dicht. Puh, der Tag wäre jetzt auch geschafft. Oh mein Gott, was für eine Hitze. Also gefühlt hatten wir irgendwie 50 Grad im Heizraum. Im PKW, als wir unterwegs waren, waren es 38 Grad draußen. Jetzt bin ich rechts rangefahren, weil im Technikraum, wenn der Heizkessel läuft, ist es furchtbar laut und dann ist die Akustik total, kannst du vergessen. Ja. Deswegen im Auto sitze ich, bin rechts rangefahren, damit ich das aufnehmen kann, den Schlusstext. Und was kann man jetzt wieder daraus lernen? Also Vorbereitung ist wie immer das A und O. Ja? Bereitet euch Licht vor, eine Leiter, Böcke, Wannen, alles was man dazu braucht, um einen Job richtig gut und ordentlich zu machen, damit der Stresslevel und der Stressfaktor relativ gering ist. Ja? Das ist so unfassbar wichtig, weil sonst drehst du dich im Kreis und bist danach wirklich platt und ausgebrannt und das kannst du somit vermeiden, wenn du strukturiert vorgehst. Das ist der Benefit bei diesem Film. Ich brauche jetzt eine Dusche, weil ich bin echt K.O. Meine Haare stehen in tausend Richtungen. Ja. Also das heißt ja immer beim Film, die Geschichte, die steht vor der Frisur. Deswegen habe ich kein Problem damit, wenn die Haare in tausend Richtungen stehen und ich dann das auch zeige. Ja, wir schwitzen, wir bluten manchmal, wir kämpfen auf der Baustelle, damit wir das richtig ordentlich und gut hinbekommen, um eine Dienstleistung abzuliefern, dass der Kunde glücklich ist. Das ist alles wichtig. Und lasst euch nichts anderes von irgendjemand einreden, der nur ein großes Mundwerk hat. Ja. Ich wünsche euch allen da draußen eine richtig tolle Zeit. Genießt den Sommer, genießt das Wetter. Ich hoffe, dass ihr nicht so heiße Heizräume habt wie wir jetzt gerade eben. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Film. Vielen Dank fürs Zuschauen und wie immer im Abspann, dein Name. Dankeschön. Ciao.